Eine sehnenentscheidende Entzündung ist ein Schmerz im Bereich des Gleitlagers der Sehne. Das können Beugesehnen sein, das können Strecksehnen sein. Häufig ist das Handgelenk gebrochen. Es können aber auch die Sehnenansätze sein, die entzündet oder gereizt sind. Da gibt es den Tennisellenbogen und den Golferellenbogen. Und hier sind zunächst konservative Therapieverfahren anzuwenden. Das heißt Kompression, Schmerzmittel, Entzündungshemmung, dann Ruhigstellung. Und wenn es gar nicht mehr geht, müsste möglicherweise bei starken anhaltenden Schmerzen eine Operation vollzogen werden.